Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Heute beschäftigen wir uns mit den Mythen, Fakten und Quick Wins des SAP Solution Managers 7.2. Ich heiße Luise Kockeling und ich verantworte bei Axions das Marketing für die SAP Solutions. Und mein Kollege René Alisat, er ist Teamleiter und Solutions Manager Experte, der wird Ihnen heute einen allgemeinen Überblick geben und Ihnen auch wesentliche Neuerungen vorstellen. Ich möchte Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es sich um eine Webinarreihe handelt. Also heute findet das erste Webinar in der Reihe statt und viele von Ihnen haben sich ja auch schon für die nächsten Termine angemeldet. Und ich würde Sie gerne noch mal dazu motivieren, dass Sie sich auch für die anderen Termine anmelden. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz Sie noch mal auch noch mal dazu aufrufen. Sie können immer während des Webinars gerne Fragen stellen. Bitte schreiben Sie die Fragen dann ins Chatfenster. Ich werde das dann alles während des Webinars überwachen. Und nach dem Vortrag von Herrn Alisat würden wir dann nochmal eine kleine Fragerunde starten. So, dann wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Webinar und würde sagen, dann können wir jetzt loslegen. Ich glaube, das war das Stichwort, dass ich anfangen darf. Ich hoffe, man hört mich. Mein Name ist René Alisat von der Axioks Neo Solutions und Technology. Ich bin Teamleiter SAP Solution Manager und als solcher wahrscheinlich geeignet, heute einen kurzen Überblick über den Solution Manager 7.2 zu geben mit all dem, was momentan aktuell im Solution Manager ist. Also das Service Pack 8, das wurde ja kürzlich erst released und damit und mit den letzten Service Packs viele spannende Neuerungen. Und insgesamt hat sich der Solution Manager natürlich kräftig weiterentwickelt. Deswegen, so rein marketingtechnisch, habe ich das Ganze auch Mythen, Fakten und Quick Wins genannt. Also einfach, die SAP entwickelt den Solution Manager ja kontinuierlich weiter. Und da ist natürlich auch spannend, sich Funktionen vielleicht nochmal anzuschauen, die man sich vor 2, 3 Jahren angeschaut hat und vielleicht nicht so begeistert war. Da hat sich bei einigen Themen eine Menge getan. Und genau das möchte ich heute rausheben. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ist eigentlich beste Mittagspausenzeit und die Mittagspause für den Solution Manager zu opfern, das zeigt Einsatz fürs Thema. Wir fangen an mit der Agenda. Die ist relativ klassisch. Also zunächst mal würde ich einen kurzen Überblick über den Solution Manager geben und ganz wichtig und ganz spannend, was beschäftigt so die SAP und damit auch die SAP-Kunden im Bereich Solution Manager jetzt in 2019? Als nächstes dann die jeweiligen Anwendungsszenarien im Solution Manager, also sprich, was kann der Solution Manager alles, was sind so die Kernfunktionen und insbesondere, was hat sich so in der Praxis in den letzten Support Packages getan. Und zum Schluss, unvermeidlich für den Aufbau, ist dann natürlich nochmal ein Fazit, wo wir nochmal Revue passieren lassen, was so die spannenden Themen sind. Ja, wir können gerne direkt einsteigen mit dem Überblick und den Trends 2019. Das sind zwei fürchterlich langweilige Folien und eine sehr spannende Folie. Und die ist eigentlich besonders wichtig. Fangen wir mit den langweiligen Folien an. Also, was ist der Solution Manager? Ich denke, wenn Sie eingeschaltet haben, dann haben Sie ja schon eine Grundvorstellung. Im Grunde ist der Solution Manager natürlich das Werkzeug von der SAP, um die SAP-Lösungslandschaft bei Ihnen oder bei Kunden oder meinetwegen auch in der Cloud vom Anfang bis zum nächsten Upgrade vernünftig zu verwalten. Also, über den gesamten Application Lifecycle von der Implementierung neuer Anforderungen über den Test, über den sicheren Transport in Systeme bis hin zu technischen Aktivitäten wie zum Beispiel Monitoring gibt es natürlich viele Dinge in der IT zu tun und die kann man im SAP-Umfeld natürlich auch wunderbar mit dem Solution Manager machen. Ich denke, das Wichtige an dieser Darstellung ist immer diese ganzen Themen, die hier außenrum stehen. Die muss man in der IT-Organisation oder wenn man auch nur ein SAP-System hat, immer irgendwie machen. Und da ist halt die große Frage, welchen Reifegrad hat man da und welche Werkzeuge setzt man ein? Also beispielsweise mache ich mein Testmanagement mit Excel und Word oder habe ich ein dediziertes Tool? Habe ich spezielle Anforderungen seitens Wirtschaftsprüfern? Bin ich vielleicht zu besonderen Nachweisen verpflichtet, zum Beispiel FDA-Regularien? Und da ist natürlich spannend, welche Anforderungen habe ich und wie kann ich die am besten mit einem Werkzeug umsetzen? Und bei diesen Einzelthemen bietet sich natürlich auch der Solution Manager an, den Sie ja quasi bei sich im Unternehmen ohnehin stehen haben und vielleicht auch für das eine oder andere Thema nutzen. Diese einzelnen Themen, die werden wir in der Folge durchgehen. Als zweiter Punkt, die zweite
in Anführungszeichen langweilige Folie, muss man natürlich im SAP-Kontext immer ein bisschen über Nutzungsrechte diskutieren. Grundsätzlich gibt es die große Unterscheidung zwischen dem Standard-Support und dem Enterprise-Support. Beim Standard-Support ist es so, da darf man den Solution Manager streng genommen nur für SAP-Komponenten nutzen, das heißt also nur für die SAP-Landschaft. Im Enterprise-Support ist es so, dass der Solution Manager für die gesamte IT nutzbar ist, also auch für Nicht-SAP-Systeme, dass sie zum Beispiel Change Management oder Test Management auch für Nicht-SAP-Systeme mit dem Solution Manager umsetzen können. Zusätzlich gibt es 7 Themenblöcke. Ich sage mal, das sind eher Spezialthemen, die, wenn man in dem entsprechenden Bereich einen hohen Reifegrad hat, zum Beispiel beim Testen, nochmal ein bisschen mehr Effizienz reinbringen und wo man dann natürlich auch nochmal sehen kann, dass man vielleicht Aufwände sparen kann, insbesondere durch solche Themen wie Änderungsanalyse, Testautomation oder zum Beispiel Custom Code Management. Was es auch schon relativ lange gibt mit dem Solution Manager 7.2 ist eine kostenlose HANA-Lizenz für den Betrieb des Solution Managers. Hilft natürlich nichts, wenn man auch noch die zertifizierte HANA-Hardware braucht. Aber ist natürlich ganz spannend, um den Solution Manager auf HANA zu heben und dann natürlich auch von den Vorteilen der Datenbank zu profitieren. Ich denke, das Interessanteste bei den Nutzungsrechten ist, die SAP hat ja irgendwann in den letzten Jahren Zusatzpakete für den Solution Manager ersonnen, also die Focused Solutions. Die sind bislang separat lizenzierbar, aber Focused Build und Focused Insights, die werden ab 2020, ich will nicht sagen kostenlos, aber sind in den Nutzungsrechten enthalten. Und ich denke, das ist auch das Spannende und damit kommen wir auch zu der spannenden Folie. Was sind die Trends 2019 für den Solution Manager? Ganz großes Thema für viele unserer Kunden sind die Focused Solutions, Focused Build und Focused Insights. Wir kommen gleich noch dazu, aber vielleicht in aller Kürze. Focused Build beinhaltet im Prinzip eine Projektmethodik für agile Projekte, insbesondere für S4-Implementierungen und nebenbei noch sehr, sehr viele zusätzliche Funktionalitäten, die bestimmte Use Cases, insbesondere zum Beispiel das Testen oder ITSM, leichter und schöner zu bedienen machen. Das heißt also, da kommen sehr, sehr viele Funktionalitäten, die im Grunde für sehr viele Kunden, die den Solution Manager heute schon nutzen, spannend sind. Focused Insights, das ist ein Werkzeug, um ja diverse Auswertungen übergreifend im Solution Manager zu fahren und den Dashboard-Builder, den man ja jetzt schon nutzen kann, auch mit weiteren Datenquellen anzuzapfen. Und das ist natürlich auch nochmal eine sehr gute Möglichkeit, um schönere Auswertungen aus dem Solution Manager rauszukriegen. Auch das ist entsprechend ohne Zusatzkosten dann verfügbar. Zweites spannende Thema 2019, auch der Solution Manager ist DSGVO bzw. GDPR relevant. Das heißt also, wenn Sie in der Richtung ein Projekt oder bestimmte Anforderungen haben, lohnt sich ein Blick auf help.sap.com in den Security Optimization Guide. Und da hat die SAP mittlerweile relativ detailliert aufgeführt, wie im Solution Manager personenbezogene Daten verwaltet werden und welche Daten der Solution Manager erhebt bzw. wie die sich auch im Zweifelsfall löschen lassen. Noch ein spannendes Thema ist das Update des SAP Support Backbone. Da sagt die SAP relativ streng, ab dem 01.01.2020 ändert sich die Kommunikation zwischen Solution Manager und SAP Support. Und wenn man dann nicht den 7.2er SP7 mit diversen Hinweisen oder noch besser das SP8 installiert hat, verliert der Solution Manager den Kontakt zu SAP, kann nicht mehr mit der SAP kommunizieren und entsprechend zum Beispiel auch keine Updates herunterladen etc. Habe ich schon die unterschiedlichsten Reaktionen gehört von, das ist ja super dreist, bis macht ja nichts, wir sind eben auf dem aktuellsten Stand, aber ist natürlich gut, das an der Stelle zu wissen. Was für mich auch noch ein schönes Signal ist, das SAP Customer Connection Programm, dass die SAP wirklich aktiv seit ein, zwei Jahren auf Kundenwünsche hört. Das heißt also, wenn Sie im Solution Manager schon mit einem Use Case intensiv arbeiten, dann können Sie in das Customer Connect Programm gehen und sich praktisch Features für den Solution Manager wünschen. Andere Kunden können darauf voten und in der Regel werden sehr, sehr viele von diesen Anfragen auch tatsächlich umgesetzt, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel solche Themen wie Prozessdokumentation oder Testmanagement mittlerweile sehr, sehr viel, ich sage mal vorsichtig, praxisnäher sind, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja, und am Horizont entwickelt die SAP ein weiteres Produkt namens SAP Cloud ALM. Das wird jetzt immer mal auf Veranstaltungen bei der DSAG etc. vorgestellt. Da geht es im Prinzip darum, auch ein ALM-Produkt zu schaffen, was speziell für Kunden ist, die ausschließlich Cloud-Produkte haben oder den Solution Manager vielleicht gar nicht in dem Umfang nutzen wollen, was dann komplett in der Cloud existiert. Dauert sicherlich noch ein bisschen, bis das einen gewissen Reifegrad erreicht bzw. ausgerollt wird, ist aber auf jeden Fall gut, schon mal gehört zu haben.
Ja, damit können wir im Prinzip schon zu den Anwendungsszenarien überwechseln. Also sprich, was kann der Solution Manager an einzelnen Themen? Ja, ganz lustig ist, dass man als Berater immer noch geneigt ist zu sagen, der neue Solution Manager 7.2, bis man dann eines Morgens aufsteht und merkt, hoppla, das Ding ist schon 3 Jahre alt. Deswegen hier ganz kurz eine Übersicht, was eigentlich nicht mehr neu sein sollte. Fiori Launchpad als Einstieg, beziehungsweise generell die Tatsache, dass der Solution Manager komplett webfähig ist. Das heißt also für Endanwender, die mit dem Solution Manager arbeiten, im Change Management, im Testen, im Monitoring, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit mehr, die SAP-GUI zu verwenden. Mittlerweile sind alles Fiori beziehungsweise UI5 Apps oder zumindest Webdynpros. Das heißt also, dass man wirklich komplett in einem Webbrowser arbeiten kann. Zweiter Punkt ist die in Anführungszeichen neue Lösungsdokumentation. Die funktioniert mittlerweile. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die aktiv die neue Lösungsdokumentation, also sprich das, was früher die SOLA 01, SOLA 02 waren, mit Begeisterung, sage ich mal, in den neuen Web-Oberflächen nutzen, auch von diesen ganzen neuen Funktionalitäten, die es gibt, profitieren. Und lustigerweise gibt es natürlich viele Funktionalitäten, aber der größte Paradigmenwechsel, insbesondere für Endanwender, war, dass sich die SAP ja ein Stück weit von dieser Office-Integration verabschiedet und im Prinzip bei Dokumenten viel mehr mit Up- und Download, mit Check-in und Check-out arbeitet. Das ist für Endanwender so das größte Thema tatsächlich gewesen. Dann erwähne ich noch gerne die Test-Suite, Stichwort Testmanagement. Die hatte im 7.2 einen sehr, sehr holprigen Start. Ich erinnere mich noch gut an einen Kunden, der gesagt hat, ach, wenn das jetzt so ist, dann muss ich wohl wieder mit Excel testen. Mittlerweile hat sich da extrem viel getan. Die ist sehr gut verwendbar. Ich bin auch bei einem großen Kunden unterwegs, der sehr, sehr exzessiv Testmanagement betreibt und viele Funktionalitäten davon nutzt. Und da gibt es mittlerweile zahlreiche Mehrwerte, von richtig tollen Auswertungen bis zu Funktionalitäten, mit denen man relativ schnell Testpläne bearbeiten kann und als Testmanager immer einen sehr guten Überblick hat. Dann, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, die Focus Solutions. Da sagt die SAP im Prinzip, diese zusätzlichen Pakete sind schlüsselfertige Lösungen für den Solution Manager. Würde ich persönlich ein bisschen widersprechen. Also einerseits, bei diesen Lösungen muss man immer noch ein bisschen was konfigurieren, wie es im SAP-Umfeld halt so ist. Andererseits kommt halt nicht nur die eine Lösung mit, sondern teilweise auch noch viele Sonderfunktionalitäten, die man für spezielle Themen nutzen kann. Focused Build, ich habe es schon angerissen, im Prinzip Projektmanagement, insbesondere für S4-Projekte, für agile Projekte. Bringt eine eigene Methodik mit und wenn man bereit ist, sich dieser Methodik anzuschließen, kann ich im Rahmen meines agilen Projekts bei den einzelnen Work Packages, bei den einzelnen Sprints exakt sehen, wie ist der Stand, zum Beispiel mit diesem schicken Dashboard hier rechts. Gleichzeitig, und das ist das Interessante, bringt Focus Build aber auch viele Einzelfunktionalitäten mit, zum Beispiel im Bereich ITSM, wo ich dann quasi eine One-Service-Order habe und Kunden einen Servicekatalog zur Verfügung stellen kann, um bestimmte IT-Dienstleistungen zu erhalten. Oder zum Beispiel im Testmanagement, wo ich dann plötzlich sogenannte Test-Tabs habe, mit denen Endanwender viel leichter testen können, als es vielleicht vorher der Fall war. Focused Insights genauso, Dashboards und Reporting, diverse übergreifende Themen. Das heißt also, wenn Sie jetzt im Solution Manager mit dem Dashboard-Builder nicht zurechtkommen, wird das sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema, um zum Beispiel zusätzliche Daten sich zu erschließen. Und als dritter Punkt, Focused Run, das einzigste Thema, was immer noch zusätzlich zu lizenzieren ist ab 2020. Ist auch ein Sonderfall, weil da geht es um die Systemverwaltung und das Monitoring von großen Landschaften, also insbesondere für Provider. Das heißt also, wenn Sie um die 1000, 2000 Systeme haben, dann ist Focused One praktisch ein speziell dafür designter Solution Manager auf HANA mit brutalen Performance-Optimierungen, mit dem man genau solche Systemlandschaften stemmen und entsprechend monitoren kann. Steigen wir an mit der Lösungsdokumentation. Wie gesagt, die gute SOLA 01, SOLA 02, die gibt es ja nicht mehr. Mittlerweile sieht die Lösungsdokumentation so aus. Das Geheimnis ist aber, funktioniert fast noch so wie früher. Das heißt also, Sie haben hier im Prinzip in dieser Übersicht die Möglichkeit, Ihre Geschäftsprozesse, die Sie im Unternehmen nutzen, relativ skizzenhaft und einfach erstmal als Ordnerhierarchie abzubilden. Und in dieser Ordnerhierarchie können Sie dann diverse Dinge ablegen, zum Beispiel Dokumente und damit klassisches Dokumentenmanagement machen und darüber dokumentieren, was die einzelnen Prozesse ausmacht. Eignet sich zum Beispiel für Projekte, um ein Projekt komplett und ich sage mal vernünftig zu dokumentieren. Es gibt viele Möglichkeiten, um zum Beispiel zu strukturieren, was mindestens dokumentiert werden muss. Und darüber kann ich dann quasi eine aktuelle Dokumentation des Systems erhalten.
Dokumentation an sich ist natürlich langweilig, deswegen kann der Solution Manager, und das ist sicherlich auch die USP vom Soilman, noch viel mehr. Denn ich kann nicht nur Dokumente dort ablegen, sondern beispielsweise auch ausführbare Einheiten, Entwicklungsobjekte. Und das ist im Prinzip dann auch die Grundlage, um wirklich aus dieser Lösungsdokumentation ins System abzuspringen und, ich sag mal, eine lebendige Dokumentation zu erschaffen. Und genau das ist auch die Grundlage für viele weitere Themen, sei es später fürs Geschäftsprozessmonitoring oder zum Beispiel fürs Testmanagement, indem ich Testfälle direkt mit ausführbaren Einheiten zuordne. Was bei dem neuen Ansatz ganz geschickt ist, sind die Bibliotheken. Das heißt also, da wird ein Ansatz zur Wiederverwendung geschaffen, dass ich Dinge einmal dokumentiere und mehrfach referenziere. Und was noch besser bei den Bibliotheken ist, es gibt zum Beispiel die ausführbaren Einheiten und die Entwicklungsobjekte. Die werden automatisch aus einem produktiven System ausgelesen. Das heißt also, mit relativ wenig Aufwand, ich sage mal so eine halbe Stunde, kann man ein produktives System auslesen. Das ist ein Hintergrundjob, der füllt dann diese Bibliotheken und Sie können mit einem Schlag quasi sehen, was passiert in meinem produktiven System, welche Transaktionen werden dort ausgeführt, welche Reports, welche Z-Reports und welche Entwicklungsobjekte werden aktiv verwendet. Und das ist im Prinzip so der erste Schritt für Änderungsanalysen oder, sage ich mal, für eine nachhaltige Dokumentation. Was bei der Dokumentation im Solution Manager natürlich auch immer spannend ist, sind diverseste Integrationsszenarien. Also je nachdem, wenn Sie ein Dokumentationstool suchen und diverse weitere Funktionalitäten möchten, können Sie sich zum Beispiel das Thema Projektmanagement anschauen, wo man also die Möglichkeit hat, quasi noch auf einzelne Prozesse zu reporten, Zeiten zu erfassen und ein komplettes Projekt abzuwickeln. Also ganz klassisch, so wie man es vielleicht mit MS Project auch tun würde. Anforderungsmanagement und Change Management. Das heißt also, ich kann Prozessdokumentation wirklich mit Anforderungen oder Changes integrieren. Zum Beispiel dergestalt, dass ich sage, der folgende Änderungsantrag würde die folgenden Prozesse ändern. Entsprechend müssen die auch dokumentiert und getestet werden. Da gibt es relativ schöne Integrationsszenarien. Wem das noch nicht reicht, mittlerweile kann man im Solution Manager auch Prozesse malen. Das ist auch eine der Funktionalitäten, wo sich hinsichtlich Performance, hinsichtlich Anwenderfreundlichkeit sehr, sehr viel getan hat in den letzten Support Packages. Und das Spannende ist natürlich, wenn ich den Solution Manager nutze, ich habe momentan einen Kunden, der das auch relativ umfassend macht, dann ist natürlich das Schöne, wann immer ich hier zum Beispiel einen Prozessschritt hinzufüge, erscheint er auch in dieser Ordnerstruktur und umgekehrt. Beziehungsweise, wenn ich hier ein System referenziere, dann ist hier auch wirklich eine ausführbare Einheit hinter. Und später kann ich das Ganze auch zum Beispiel für Themen wie zum Beispiel Prozessmanagement oder Prozessmonitoring nutzen. Vielfältige Möglichkeiten an der Stelle und natürlich auch nochmal Chance, eine ganzheitliche Dokumentation zu leisten. Wie bereits angedeutet, beim Prozessmanagement gab es in den letzten Support Packages viele Neuerungen. Was für Kunden, die die Funktionalität schon lange nutzen, immer spannend ist, ist zum Beispiel hier die Drop Area, die irgendwann dazugekommen ist, wo ich also wirklich einfach 100 Dokumente selektieren, in den Solution Manager reinwerfen kann und die werden dann direkt hochgeladen. Das ist also tatsächlich eine wesentliche Arbeitserleichterung. Sowas gab es Jahrzehnte nicht. Dann gibt es solche Themen wie Excel Upload. Das heißt also, wenn ich diese Struktur erstmalig erstelle, kann ich auch das Ganze per Excel hochladen. Es gibt sehr, sehr viele Funktionalitäten, zum Beispiel für Massendownload, Massenupload von Dokumenten oder Bearbeitung des Dokumentenstatus. Und da sieht man im Grunde auch, dass durch dieses Customer Connect Programm halt sich die Leute zu Wort gemeldet haben, die täglich mit der Funktionalität arbeiten und sehr, sehr praxisnah dann entsprechend auch neue Funktionen hinzugekommen sind. Das Gleiche um den Faktor 10 gilt für das Testmanagement. Wenn man nicht gerade Testmanager ist, hört sich das immer langweilig an. Also einfach die Idee, wann immer ein großer Test ansteht, zum Beispiel Regressionstest nach Support Package Upgrade, dann muss man natürlich dafür Sorge tragen, dass man vernünftige Methoden und Werkzeuge hat, um Tests zu planen, zu steuern, durchzuführen und auszuwerten. Das heißt also, als Testmanager muss man zusammensuchen, was soll überhaupt getestet werden, wo kommen die Testfälle her, schlimmstenfalls noch, wer schreibt die Testfälle, falls die nicht vorhanden sind. Und wer muss diese Testfälle dann aus den Fachbereichen beispielsweise testen? Und im zweiten Schritt muss natürlich auch festgelegt werden, wie sollen die Tester dokumentieren? Gibt es die volle Bandbreite von Testern, die vielleicht einfach nur eine Ampel setzen und sagen, ja, Transaktion V01, da hat alles gepasst, bis hin zu der Variante, dass dokumentenbasiert gearbeitet wird und jeder Testfall ein episch langes Dokument ist, bei dem man quasi Schritt für Schritt durchgeht und verifiziert, dass alles in Ordnung ist. Ist natürlich auch eine Sache für der Anforderungen, also beispielsweise im validierten Umfeld, Medizingeräte und ähnliches.
Da wird das Testmanagement dann sehr, sehr detailliert und zum Beispiel auch mit Dokumenten genutzt. Genau das kann der Solution Manager. Einige von Ihnen erinnern sich wahrscheinlich noch an die gute alte SDWB2. Sieht im 7.2er sehr, sehr ähnlich aus. War, wie gesagt, am Anfang ein bisschen holprig, funktioniert aber mittlerweile sehr gut. Das heißt also, die Testdurchführung ist dann dergestalt, wenn ein Testmanager, Testmanagerin alles zusammengestellt hat, sieht es dann so aus, dass die Tester einen Arbeitsvorrat bekommen, ihre Testfälle abarbeiten können, vielleicht sogar direkt in das Zielsystem abspringen und dann hier deklarieren, ob der Test erfolgreich war oder nicht, vielleicht sogar noch Fehlermeldungen aufgeben und im nächsten Schritt sich dann durch den nächsten Testfall arbeiten. Da kann man sehr, sehr viel machen und sehr viel einstellen, zum Beispiel Testsequenzen oder Ähnliches festlegen. Und falls man die dokumentenbasierte Arbeit nicht so mag, weil es natürlich auch immer heißt, Dokumente runterladen, bearbeiten und wieder hochladen, gibt es mit Focused Build die sogenannten Test-Steps. Das ist sehr, sehr spannend, weil damit kann man natürlich Testfälle direkt im Solution Manager abbilden. Das heißt also, ich habe keine Dokumente mehr, keine Excel-Dateien, sondern kann einen Test quasi Schritt für Schritt im Solution Manager darstellen. Die Tester sehen dann einen Screen, der so ähnlich ist wie der hier. Das heißt also, ich habe eine Beschreibung, was muss ich hier machen, was ist das erwartete Ergebnis und vielleicht sogar noch Detailanweisungen. Und als Tester kann ich dann diesen Schritt abhaken und vielleicht sogar noch entsprechende Testdaten hinterlegen. Und darüber habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, meinen Test zu gestalten. Das Ganze ist auch eine sehr, sehr schöne Fiori-App beziehungsweise eine UI5-App, die so gestaltet ist, dass Tester auch sehr gut damit klarkommen, weil die halt relativ minimalistisch gestaltet ist an der Stelle für SAP-Verhältnisse. Das könnte für viele nochmal ein Gamechanger sein, wenn es um das Testen geht, insbesondere wenn sie vielleicht das dokumentenbasierte Testen sich angeschaut haben und gesagt haben, das ist eher zu komplex. Damit kann man richtig schöne Test-Szenarien bauen. Insbesondere gibt es auch einen Excel-Import, das heißt also, wenn Sie schon Testfälle haben, können Sie die praktisch in diese neue Struktur importieren. Ja, was für Testmanager auch ganz wichtig ist, ist ein schönes Reporting. Insbesondere mit dem SP7 kam nochmal ein Dashboard speziell fürs manuelle Testen mit dem Solution Manager dazu, wo man zum Beispiel, wenn man jetzt so einen richtigen Test hat, der vielleicht 2 Wochen geht und viele 100 Leute testen, relativ schnell sehen kann, ob es zum Beispiel auch irgendwelche Inkonsistenzen gibt. Also beispielsweise, welche Tester können zum Beispiel nicht arbeiten, weil die Voraussetzungen für einen Test nicht erfüllt sind oder vielleicht, weil in einer Sequenz ein anderer Tester zuerst testen muss, der erkältet ist oder keinen Bock hat. Sowas findet man hier über die aktiven, passiven Tester raus. Oder ich kann zum Beispiel auf einen Blick sehen, wo hat jemand vielleicht einen Testfall als fehlerhaft deklariert im Fachbereich, aber keine Fehlermeldung dazu aufgegeben. Und dann kann ich als Testmanager direkt Telefon in die Hand nehmen, intervenieren und bin natürlich gut dabei, was die Testausführung angeht. Das Gleiche gilt auch für andere Testauswertungen, also beispielsweise Status von Testplänen, Hochlaufkurven, Darstellung im Zeitverlauf. Das ist auch alles in dieser wunderbaren Oberfläche möglich. In der Testsuite gibt es auch sehr, sehr viele Neuerungen. Falls jemand mit der Performance nicht zufrieden war, bis, ich sage mal so, Service Pack 5, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und da gibt es ab dem Service Pack 6 quasi eine komplette Neuentwicklung, dass die Performance doch signifikant besser ist, wenn man große Lösungen mit vielen 100 oder 1000 Testfällen hat. Und es gibt halt sehr, sehr viele praxisnahe Funktionalitäten. Also zum Beispiel kann ich für Tester relativ einfach Stellvertreter festlegen, die dann quasi alles dürfen, was zum Beispiel der Stellvertretende darf und auch die entsprechenden Mails kriegen, wenn die zum Beispiel benachrichtigt werden, dass ein Test losgehen kann. Ich habe Funktionalitäten für Massenkopien, Massenzuordnung von Testern. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tester austauschen möchte auf die Schnelle, kann ich das hier mit Assign Testers, mit dieser neuen App, mit wenigen Mausklicks tun. Das heißt also, über mehrere Testpläne, über mehrere Testpakete hinweg, kann ich eine Person quasi durch die andere ersetzen. Und das geht sehr, sehr zügig. Gleichermaßen, was auch noch ein nettes kleines Feature ist, ist, dass Testfälle mittlerweile nicht nur ein Dokument sein können, sondern auch ein Link. Und darüber kann man dann zum Beispiel die Auswertung über SharePoint oder beziehungsweise die Testfallintegration von SharePoint hinbekommen. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Testfall habe, der liegt irgendwo im SharePoint als Office 365-Dokument, kann ich dort entsprechend einen Link hin platzieren und muss nicht zwingend mit dem Dokumentenmanagement des Solution Managers an der Stelle arbeiten. Ein kleiner Teaser für nächste Woche. Effizienztreiber in der Softwarequalitätssicherung. Wenn Sie sagen, Sie haben im Testmanagement schon einen gewissen Reifegrad, das heißt also, da läuft alles, dann kann man sich natürlich mit den
spannenden Sachen beschäftigen. Wie kann ich jetzt nochmal die Aufwände für die Fachbereiche reduzieren? Da gibt es zwei wesentliche Treiber. Einmal die Änderungsanalyse, Stichwort BPCA, Business Process Change Analyzer. Der kann im Prinzip rausfinden, was getestet werden muss, wenn Sie eine kleine Änderung, einen Transportauftrag oder eine große Änderung, ein Support Package haben, und wirft Ihnen dann entweder, je nachdem, wie viel Aufwand Sie vorher geleistet haben, eine Liste mit Ihren Testfällen raus oder zumindest ganz automatisch eine Liste mit Transaktionen, die mindestens getestet werden sollten. Das zweite Thema gibt es natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren, ist die Testautomation. Also einfach die Idee, dass man Testfälle aufzeichnet, so ein bisschen ganzheitlich nachbearbeitet, dass die hinreichend robust sind und dann quasi diese Testfälle immer wieder abspielen kann automatisch, um damit natürlich sehr, sehr stark die Fachbereichsmitarbeiter zu entlasten, die dann vielleicht aufwendige Testfälle oder das Erstellen von Testdaten nicht immer wieder machen müssen, sondern quasi ja, der Solution Manager das von Geisterhand selbst macht. Dazu mehr auf jeden Fall im Webcast nächste Woche. Dann sind wir schon beim Thema IT Service Management. Da würde ich ganz salopp sagen, das ist alles, was mit Tickets zu tun hat. Und genau diese Ticketgeschichten könnte man auch wunderbar im Solution Manager abbilden. Da gibt es zum einen so die klassischen Service-Prozesse oder Service-Desk-Prozesse, also sprich Incident, Problem und Knowledge Management. Und wenn Sie sagen, Sie möchten für die SAP-Organisation ein spezifisches Tool einsetzen wie den Solution Manager oder überhaupt ein Ticket-Tool einführen, dann bietet sich der Solution Manager an. Also alles, was man von so einem Werkzeug erwartet, kann der Solution Manager auf jeden Fall, sei es Service Level, Reaktionszeiten, Pflichtfelder, Support-Organisationszuordnung. Das kann man alles wunderbar einstellen und customizen. Zusätzlich gibt es noch solche Prozesse wie den Service-Katalog, insbesondere auch mit Focused Build nochmal ein bisschen aufgebohrt, dass Sie also quasi Ihren Anwendern Service-Kataloge für neuen User, für Hardware bestellen oder sonst was anlegen können. Und genau diese Prozesse und Workflows dann im Solution Manager abbilden können. Und ein weiteres Thema sind noch die Business und IT Requirements. Das heißt also, dass Sie auch Anforderungen abbilden können, die dann schlussendlich zu Änderungen im System werden und dann komplett umgesetzt werden. Es geht so ein bisschen ins Change Management, das zeige ich gleich noch. Ganz wichtig beim IT Service Management, es gibt einerseits diese ganz klassische CRM-Oberfläche für die Endanwender, die zum Beispiel nur Tickets aufgeben oder vielleicht Tickets bearbeiten. Gibt es aber nach wie vor auch oder gibt es mittlerweile auch Fiori-Apps. Das heißt also, das ist sowas wie hier rechts unten abgebildet, dass das Ganze so ein bisschen Facebook-mäßig aufbereitet ist, wo Anwender dann quasi Antworten zu ihren Tickets posten können. Ja, was kann der Solution Manager vielleicht ein bisschen besser als andere Werkzeuge in dem Segment? Natürlich die SAP-Integration. Das heißt, einerseits habe ich die Verlinkung in andere Solution Manager-Szenarien, zum Beispiel, dass ich sagen kann, mit dieser Anforderung oder mit diesem Anforderungsticket möchte ich vielleicht bestimmte Prozesse ändern. Die Prozesse stehen in der Lösungsdokumentation, die kann ich fest mit dem Ticket verlinken. Oder zum Beispiel mit dem Change Request Management, dass ich also wirklich sagen kann, hierhinter hängen tatsächlich Transportaufträge. Weiteres Thema ist der Embedded Support. Gibt es auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, hat aber mittlerweile einen coolen Namen, Embedded Support. Da geht es im Prinzip darum, dass ich von jedem SAP-System aus, sei es von Fiori oder sei es von der klassischen SAP GUI, eine Meldung aufgeben kann, die dann erstmal im Solution Manager landet. Und im zweiten Schritt gibt es natürlich die Kommunikation mit SAP. Das heißt also, wenn mein Support die Meldung nicht lösen kann oder die SAP an dem Fehler mutmaßlich schuld ist, dann kann ich mit wenigen Klicks diese Meldung direkt an SAP weiterleiten und bekomme die Antwort dann später auch direkt in den Solution Manager und kann so natürlich nahtlos mit dem SAP-Support zusammenarbeiten. Da gibt es auch viele Neuerungen, die auch so ein bisschen mehr Praxisnähe reinbringen, also diverse Bedienungserleichterungen. Und das Witzigste ist eigentlich der Rich Text Editor, womit es dann auch im ITSM, die Anforderung höre ich schon irgendwie seit 10 Jahren, tatsächlich möglich ist, Screenshots in den Solution Manager einzupasten, also Copy-Paste. Und dann habe ich tatsächlich einen Solution Manager in meinem, oder dann habe ich tatsächlich einen Screenshot in meinem Solution Manager Ticket. Und kann dann damit viel nahtloser arbeiten. Das ist natürlich eine schöne Sache, gerade für Endanwender. Bislang war es ein bisschen komplizierter. Ein ähnliches Thema ist das Change Control Management. Da ist ja einfach die Idee, ins SAP-System fließen ja viele, viele Änderungen. Also sei es einzelne kleine Änderungen, vielleicht ganze Support Packages oder entsprechend, was im Tagesgeschäft anfällt, Fehlerbehebung, Verbesserung von Geschäftsprozessen, Customizing oder eigene Entwicklung. Und streng genommen soll es natürlich so sein, dass jede dieser Änderungen sauber dokumentiert wird, von jemandem freigegeben wird und dass man im Prinzip einen kompletten Audit Trail hat
von der Anforderung, von der Änderungsanforderung bis hin zu der konkreten Umsetzung zum Transportauftrag, zum Transport ins Produktivsystem. Ist zumindest was, was Wirtschaftsprüfer immer gerne fordern und eigentlich auch der Hauptgrund, warum unsere Kunden das Change Request Management einsetzen, dass man wirklich diesen Audit Trail vom Anfang bis zum Ende einer Änderung hat und genau nachweisen kann, wer hat sich's ausgedacht, wer hat's transportiert, wer hat's getestet und so weiter. Das Spannende ist, im Prinzip basiert es auch auf dem Ticketsystem, aber an diesen Tickets hängen dann auch wirklich Elemente des SAP-Transportsystems. Also zum Beispiel dergestalt, wenn ein Change freigegeben ist, habe ich zum Beispiel hier dann die Möglichkeit zu sagen, jetzt startet die Entwicklung, ich lege meine Transportaufträge. So, hier ist noch einmal Luise Kockeling. René, du bist gerade gar nicht zu hören. Vielleicht könntest du noch einmal schauen, das Headset nochmal überprüfen und dann noch einmal starten mit der Folie. Warten wir nochmal einen kleinen Moment. Erstmal weiter transportiert wird. Ebenso gibt es solche Themen wie Downgrade Protection. So, René, jetzt muss ich dich noch einmal kurz unterbrechen. Du warst nämlich eben für eine ganze Weile nicht zu hören, leider. Vielleicht könntest du noch einmal ein bisschen weiter ausholen und noch einmal. Oh je, das geht alles auf meine Zeit. Okay. Ich fange einfach nochmal an, Change Request Management. Also die Idee ist wirklich, einen kompletten Audit Trail zu haben, was eigentlich so der Hauptgrund ist, warum viele unserer Kunden das einführen. Also einfach die Idee, jede Änderung im SAP-System müsste vernünftig dokumentiert werden. Also sprich von der Anforderung bis zur konkreten Umsetzung, bis zur Live-Schaltung ins Produktivsystem. Das Spannende ist, das sind ja auch erstmal nur Tickets, aber die haben dann wirklich eine Integration zum SAP-Support oder zum SAP-Transportsystem. Also quasi dergestalt, dass wenn ich hier sage, ich möchte mit der Entwicklung beginnen, ich auch wirklich hier den Transportauftrag anlege. Wenn ich sage, ich möchte testen, wandert das Ganze weiter ins Testsystem und so weiter, bis hinterher das Ganze ins Produktivsystem transportiert wird. Hiermit kann ich im Prinzip genau festlegen oder genau nachverfolgen, wer im System was gemacht hat. Das ist eigentlich der Hauptgrund, Stichwort Wirtschaftsprüfer. Und der andere Grund, warum das Thema sehr spannend ist, sind halt solche Themen wie der Code Inspector, das ABAP Test Cockpit. Da ist im Prinzip so, ich kann verhindern, dass ein Transport überhaupt erst freigegeben wird, wenn der zum Beispiel nicht bestimmten formalen Kriterien genügt. Das heißt also, wenn der Code-Inspektor Fehler entdeckt, dann kann ich verhindern, dass überhaupt ein Transport passiert. Es gibt solche Geschichten wie die Downgrade Protection, wo es im Prinzip darum geht, wenn zwei Leute am selben Objekt arbeiten, vielleicht an derselben Customizing-Tabelle, dass dann eine Warnung hochpoppt und sagt, Achtung, hier gibt es vielleicht ein potenzielles Downgrade, was gesondert freigegeben werden muss. Und gleich ist es dann im Prinzip auch mit den kritischen Objekten, dass ich zum Beispiel definieren kann, es gibt vielleicht Customizing-Tabellen, die sind so kritisch und so sensibel, da sollte vielleicht nochmal eine extra Person freigeben oder ein Vier-Augen-Prinzip gemacht werden, damit die Änderung ins Produktivsystem wandern darf. Und genau in dem Umfeld gibt es auch viele schöne Änderungen. Zum Beispiel kann man diese Whitelist und Blacklist, also die kritischen Objekte, direkt aus einem Transportauftrag selektieren, dass ich zum Beispiel sage, dieser Transportauftrag, alles, was da drin ist, soll dann zukünftig auch wirklich in eine Blacklist wandern und da soll es dann Vier-Augen-Prinzip geben. Und ich kann zum Beispiel auch festlegen, welches Gültigkeitsdatum dann diese Objekte entsprechend haben. Auch wiederum viele kleine Änderungen, die sehr, sehr dazu beitragen, dass man sehr gut mit dem Change Request Management arbeiten kann. Auch eine nette Sache, die es mittlerweile gibt, das ist die My Inbox Fiori App, mit der zum Beispiel Change Manager dann ihre Tickets bearbeiten können, und zwar auch so, dass man die Tickets sehr plakativ, wie in dem Screenshot dargestellt, freigeben oder ablehnen kann. Und das Ganze funktioniert auch als mobile Applikation. Das heißt, wenn man es unbedingt während der Autofahrt machen möchte, wäre die Möglichkeit auch da. Und natürlich heißt es auch, dass ein Change Manager nicht unbedingt mit der eher komplexen Oberfläche im Solution Manager arbeiten muss, sondern auch wirklich mit einer relativ schlanken und eleganten Fiori App. Ja, dann sind wir schon bei den eher technischen Themen angelangt. Systembetrieb und technisches Monitoring.
Der absolute Klassiker in dem Bereich ist natürlich das technische Monitoring, was natürlich auch gerne im Solution Manager genutzt wird, sieht momentan so aus. Das heißt also, es gibt eine UI5-App, wo ich für alle meine Systeme im Prinzip Monitoring-Templates nutzen kann. Das heißt also, dass die SAP für jedes SAP-Produkt erstmal ein Template bereitstellt, wo viele hunderte, falls nicht sogar tausende Kennzahlen enthalten sind und wo Sie sich als Kunde dann die wesentlichen Kennzahlen rauspicken können, für jede Kennzahl noch definieren können, welche Schwellenwerte haben die Kennzahlen. Also die SAP liefert natürlich Beispiele mit, die Sie dann entsprechend anpassen können und dann quasi auf einen Blick sehen können, wie sieht es mit der Systemgesundheit aus. Spannend ist natürlich, wenn man modernere SAP-Produkte hat, sowas wie zum Beispiel aktuelle HANA-Datenbanken, dann werden da natürlich auch die verschiedensten Kennzahlen im HANA-Umfeld unterstützt oder sowas wie diese ganzen Failover-Szenarien, die es im HANA-Umfeld gibt. Und das sorgt natürlich dafür, dass man wirklich ein aktuelles Monitoring hat in dem Detailgrad, den vielleicht andere Werkzeuge in dem Bereich bei SAP-Tools oder bei SAP-Systemen nicht leisten können. Wem das nicht reicht, der Solution Manager hat noch für diese ganzen SAP-Sonderthemen spezialisiertes Monitoring, wo man halt nochmal eine Ebene tiefer einsteigen kann. Also beispielsweise das Interface-Monitoring, wo es dann um solche Themen wie RFC-Verbindungen, VI-Docs geht. Das BW- und PI-Monitoring, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Performance von BW-Queries messen möchte, dann kann ich das mit dem BW-Monitoring tun. Job-Monitoring ist natürlich auch spannend. Also wenn Sie beispielsweise kritische Hintergrundjobs haben, sowas wie ein Job, der jede Nacht zwingend laufen muss, kann das Monitoring zum Beispiel ins Joblog schauen, ob da Sachen drinstehen, die nicht drinstehen sollen, ob der Job vielleicht zu lange gelaufen ist, aus einem Zeitfenster rausgelaufen ist, etc. Oder auch eher esoterische Sachen, wie zum Beispiel das User Experience Monitoring, wo Sie zum Beispiel schauen können, wie ist die Performance aus Endanwendersicht in bestimmten Standorten. All diese Themen, wann immer ein Schwellenwert erreicht wird, das landet in der zentralen Alert-Inbox und da können Sie im Prinzip auch sich flexibel konfigurieren, wie Sie mit dieser Inbox arbeiten. Das kann zum Beispiel die Schaltzentrale für Administratoren sein, die regelmäßig reinschauen und sehen, dass es vielleicht bestimmte Fehlerzustände im System gibt. Und wenn man hiermit arbeitet, hat es natürlich den Vorteil, wann immer ich hier einzelne Elemente bearbeite, gibt es natürlich auch wieder ein vollständiges Audit-Log, also sprich, wer hat sich eines Fehlers angenommen, wer hat den Fehler bestätigt und darüber kann ich dann natürlich auch diverse Auswertungen fahren und Sie können zum Beispiel für Ihre IT-Organisation darstellen, wie schnell Fehlersituationen behoben werden oder behoben werden konnten. Ebenso kann man natürlich E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, also im Prinzip all das, was man von klassischen Monitoring-Werkzeugen gewohnt ist und auch hier gibt es natürlich wieder spannende Solution-Manager-Integrationen, wie zum Beispiel Absprung auf Analysewerkzeuge, Stichwort Root-Cause-Analysis, oder zum Beispiel die Integration ins Incident Management. Das heißt also, dass ich zum Beispiel aus einem Fehler auch automatisch ein Incident-Ticket erstellen lassen könnte. Im Systembetrieb grundsätzlich gilt die System-Monitoring-App, die wird immer besser und immer mitdenkender. Was noch ein spannender Punkt ist, auch hier gibt es mittlerweile diverse vordefinierte Dashboards, wo es zum Beispiel auch so lustige Kennzahlen gibt, wie 90% der Alerts wurden in x Minuten oder in dem Fall Stunden, das ist wohl ein Demosystem, zugeordnet, worüber man dann, wie gesagt, auch nochmal darstellen kann, was die IT alles so treibt und wie die halt als Effizienztreiber für das restliche Unternehmen dasteht. Ja, für die Root Cause Analysis, gerade kurz erwähnt, gibt es mittlerweile auch eine UI5-App und das heißt also, da kann ich dann auch integriert in der Web-Oberfläche mitarbeiten. Monitoring technisch ist natürlich schön und gut, aber die Fachbereiche wollen ja auch was davon haben. Deswegen gibt es noch das Geschäftsprozess-Monitoring. Wenn Sie im Solution Manager diese Ordnerstruktur ausgeprägt haben, egal wie rudimentär, wie ich es eingangs erwähnt habe, dann können Sie im Prinzip schon das Geschäftsprozessmonitoring nutzen. Entweder dergestalt, dass Sie die Ordnerstruktur verwenden oder wenn Sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben und einzelne Kernprozesse im BPMN gestaltet und zusammengestellt haben, dann sogar in dieser Ansicht. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ich an jeden Prozess oder Prozessschritt Messfühler dranhängen kann oder vielleicht sogar an jede Schnittstelle. Und diese Messfühler, also hier dargestellt durch diese Ampelfarben, zeigen dann praktisch, wie der Prozess momentan funktioniert. Und die Messfühler, die können sowas sein wie technische Sachverhalte, also sprich, funktioniert eine RFC-Schnittstelle, sind IDOCs richtig in dem richtigen Status angeliefert worden und dergleichen mehr. Das Ganze können aber tatsächlich auch fachliche Inhalte sein, also zum Beispiel,
wie viele Dokumente, wie viele Sales Orders in einem bestimmten Status liegen in dem entsprechenden Bearbeitungsschritt rum oder wie viele Warenausgänge gibt es, wo vielleicht noch gar keine Rechnung zugebucht worden ist. Weil Techniker, so wie ich, in der Regel überhaupt keine Ahnung von Geschäftsprozessen haben, hat die SAP da auch einen KPI-Katalog gebaut. Den kann man sowohl über den Solution Manager als auch über das Service Marketplace Portal einsehen. Und im Prinzip finden Sie da alle Kennzahlen, die es für das Geschäftsprozess-Monitoring gibt, können die nach Branchenlösungen, nach SAP-Systemen etc. filtern und dann quasi auch mit den Fachbereichen in Diskussion gehen, welche Kennzahlen spannend sind. Und im nächsten Schritt die tatsächlich relativ einfach im Solution Manager aktivieren. Custom Code Management. Eigenentwicklungen sind ja sowas, die sind ja praktisch eine Notwendigkeit. Insbesondere ist das Thema Eigenentwicklung jetzt natürlich spannend mit den großen Release-Wechseln auf S4HANA, die anstehen, ist natürlich die große Frage, was von meinen Eigenentwicklungen kann ich tatsächlich noch verwenden? Custom Code Management im Solution Manager funktioniert im Prinzip über eine Datensammlung oder über ein Framework für die Datensammlung, was mit solchen Zaubertechnologien wie UPL oder dem ABAP Call Monitor arbeitet. Und die Datensammlung funktioniert im Prinzip so, dass der Solution Manager von ihren Produktivsystemen regelmäßig diese Daten, also quasi dieses Grundrauschen, was so im System passiert, welche Entwicklungsobjekte ausgeführt werden, dass der Solution Manager diese Daten abgreift, bei sich im BW speichert und dann als Grundlage für diverseste Auswertungen nimmt. Deswegen ganz wichtig, diese Datensammlung würde ich auch unbedingt empfehlen, die einzuschalten, denn da gilt es, je länger diese Datensammlung mitläuft, desto genauer sind die Aussagen, die der Solution Manager treffen kann. Das betrifft nicht nur das Custom Code Management, sondern auch solche Themen wie Test Management. Also diese Datensammlung ist auch die Grundlage für den Change Analyzer, um relativ schnell herauszufinden, was muss man testen. Oder aber auch für diverse S4HANA-Auswertungen. Das heißt, wenn Sie sich langsam in Richtung S4 bewegen, dass Sie dann natürlich auch schauen können, welche Eigenentwicklung müsste man anpassen. Das Custom Code Management selbst, Kernfunktionalität ist im Prinzip, alle Eigenentwicklungen in Ihrem System erstmal transparent darzustellen und einen Überblick zu schaffen, welche Kritikalität haben die. Also da gibt es solche Qualitätsbewertungen wie Anzahl der Benutzer, wie häufig wird das Ganze genutzt, Laufzeit, Datenwachstum, wie viele Tabellen hängen dran. Und darüber kann man die Eigenentwicklung qualifizieren und im nächsten Schritt auch den Solution Manager mitlaufen lassen, um zum Beispiel zu schauen, welche Eigenentwicklungen werden vielleicht überhaupt nicht benötigt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass die Datensammlung der S4HANA-Bereitschaft und den diversen Auswertungen, wie zum Beispiel hier diese Analyse, zugutekommt. Und die Custom-Code-Analyse kann man natürlich auch wunderbar mit den UPL-Daten anreichern, die aus dem System kommen. Und das heißt also, hier kriegen Sie dann bei der HANA-Auswertung eine umso genauere Information, wie es bei den Eigenentwicklungen um die S4-Bereitschaft bestellt ist und welche Objekte entsprechend angepasst werden müssen. Ganz antiklimaktisch kommt das Langweiligste zum Schluss, sprich Wartung und Upgrades. Ich sage mal vorsichtig, das sind ja die Zwangsfunktionalitäten oder das, was man im Solution Manager eigentlich immer verwendet, also sprich der Maintenance Planner, also just eben das Tool, mit dem man für die echten SAP-Systeme, fürs ERP etc. Support Packages beziehungsweise Enhancement Packages und andere Sachen herunterlädt, um dann entsprechend das Upgrade der Systeme zu initiieren. Und der Maintenance Planner, der funktioniert natürlich dadurch, dass der Solution Manager ihre Systemlandschaft kennt und regelmäßig Daten an die SAP schickt, wo genau diese Informationen enthalten sind. Ähnlich verhält sich das mit dem Early Watch Alert, also sprich dieser Standardbericht zur Systemgesundheit, der idealerweise ihrer Basis einmal in der Woche zugestellt wird vom Solution Manager aus. Und da gilt, die Early Watch Alerts werden auch immer schlauer. Die gibt es zum Beispiel auch spezifisch für HANA-Systeme, da sind mittlerweile auch solche Sachen wie Geschäftsprozessoptimierung mit drin. Und wenn man die konfiguriert hat, kann man auch immer mal mit reinschauen und zum Beispiel solche Sachen sehen wie Performance, potenzielle Sicherheitslücken. Und das ist eigentlich eine schöne Grundlage, um die Systeme in Betrieb zu halten. Wenn man diese beiden Themen schon nutzt, dann kann man auch direkt weitermachen mit den Systemempfehlungen. Also sprich, dass der Solution Manager anzeigt, welche Hinweise müssten in Ihren Systemen eingespielt werden und zum anderen mit der Lizenzverwaltung, also sprich die zentrale Verteilung von Lizenzen und Wartungszertifikaten für alle angeschlossenen Systeme. Und auch hier gilt, es gibt ein paar nette Integrationsszenarien. Zum Beispiel kann ich von der Systemempfehlung aus direkt
den Change Analyzer anstarten, der mir dann sagt, wenn ich die folgenden Nodes einspiele, was müsste ich dann streng genommen im System testen, um sicherzustellen, dass die nicht irgendwas doch heimlich kaputt gemacht haben. Ja, das war schon der Schnelldurchlauf durch die spannendsten Themen im Solution Manager. Schnelldurchlauf diesmal wörtlich genommen. Wie gesagt, es wird natürlich noch für die einzelnen Themen spezielle Webcasts geben. Da können wir jetzt nochmal einmal mit dem Fazit einsteigen. Also im Wesentlichen, der Solution Manager ist das ERP-System für die IT. So nennt die SAP das ja immer gerne. Und den Solution Manager haben Sie ja quasi bei sich im Einsatz. Vielleicht einmal technisch schauen, welches Support Package hat der und welche Funktionalitäten werden heute schon genutzt. Und im Prinzip hilft es immer, sich diese Waschmaschinenfolie zu Gemüte zu führen und zu schauen, die einzelnen Themen, die hier an der Seite stehen, wie arbeiten Sie heute mit den Themen, mit welchen Themen sind Sie zufrieden, dann kann man die schon mal ignorieren. Oder aber natürlich, bei welchen Themen gibt es vielleicht Effizienzpotenziale, was müsste vielleicht anders gemacht werden, damit Wirtschaftsprüfer zufrieden sind, damit in den Fachbereichen nicht so viel Zeit verbrannt wird und wie kann man das Ganze angehen. Und wenn da im Gespräch ist, Prozesse zu optimieren oder ein bestimmtes Tool einzusetzen, dann kommt da natürlich auch der Solution Manager ins Spiel, beziehungsweise kann auf jeden Fall als mögliches Tool in Erwägung gezogen werden. Für den Solution Manager gilt insbesondere, die Mythen zu hinterfragen, die sich um den Solution Manager ranken. Wie gesagt, mit jedem Support Package ist der Solution Manager eigentlich immer runder geworden. Es kommen zunehmend aus dem Customer Connect Programm viele tolle Funktionen in den Solution Manager rein. Und insbesondere, wenn Sie sich Themen wie Lösungsdokumentation, Testmanagement vielleicht vor 2, 3 Jahren angeschaut haben, mittlerweile sind die ein ganz anderes Kaliber. Insbesondere nochmal durch Focused Build kommen jetzt sehr, sehr viele spannende Funktionen hinzu. Und gerade wenn Sie jetzt neu bei den Themen einsteigen, ist es natürlich sehr spannend, da auch den Solution Manager mal zu bewerten. Ganz wichtig an der Stelle, manche Folien suggerieren ja so ein bisschen, man müsste sehr, sehr viel Aufwand betreiben. Im Prinzip kann man sich die einzelnen Themen rauspicken und auch wirklich klein anfangen. Das heißt also, wenn Sie sagen, ich möchte Change Control Management, ich möchte Test Management ausprobieren, können Sie im Prinzip mit einem kleinen Piloten anfangen, im Solution Manager praxisnah sich das Ganze im System anschauen und dann wirklich bewerten, kann ich das für mein Unternehmen nutzen und gegebenenfalls weiter ausrollen. Ja, Quick Wins hatte ich ja eingangs versprochen. Usage Logging, ich hatte es gerade nochmal erwähnt beim Custom Code Management, ganz, ganz wichtig, sollte aktiviert sein, weil damit kann man sehr, sehr viele sinnvolle Dinge tun. Insbesondere dann, wenn es irgendwann Richtung S4 geht, ist es auf jeden Fall eine große Hilfe. Insbesondere aber auch für solche Themen wie Testmanagement, selbst wenn Sie das Custom Code Management gar nicht in dem Umfang nutzen wollen. Dokumentation und Testen, da ist es wichtig, sich die Libraries anzuschauen, weil das geht von alleine, die kommen direkt aus Ihrem Produktivsystem. Und es gibt viele tolle Auswertungen, also es gibt so ein kleines Dashboard, wo Sie dann sehen können, was sind die Top-Transaktionen über Monate verteilt und haben da im Prinzip einen ersten Einblick, was in den Systemen passiert und wie Sie praktisch dann darüber in die Lösungsdokumentation einsteigen können, wenn Sie denn möchten. Ja, der Fahrplan für 2019, das war ja die wichtige Folie vom Eingang, Mehrwert durch Focused Solutions. Unbedingt prüfen. Die Focus Solutions bringen sehr, sehr viele neue Funktionen mit. Das ist nicht nur schlüsselfertig dieser eine Prozess, sondern viele neue kleine Funktionen. Beispiel hatte ich genannt Testmanagement oder ITSM. Das heißt also insbesondere, wenn Sie die Funktionalitäten schon nutzen, lohnt es sich, sich frühzeitig mit den Focus Solutions zu befassen, um die dann nächstes Jahr einzuführen. DSGVO kann vielleicht ein Thema sein. Und leider unvermeidlich, Update des SAP Support Backbone, Service Pack 8 bis 1.1.2020 wird empfohlen. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt unseren Solution Manager ALM Strategie Workshop, wo wir gerne zu Ihnen kommen und den Solution Manager vorstellen. Ich habe bei solchen Workshops immer den Anspruch, im System zu arbeiten und nicht so wie heute eine extreme Folienschlacht zu machen. Das heißt also, idealerweise können wir den Workshop direkt in Ihrem System starten, um einfach mal zu schauen, was der Solution Manager so kann. Notiz für mich selbst, nächstes Mal Skype ausschalten. Und dann entsprechend auch mit dem Solution Manager zu arbeiten und vielleicht einen Piloten zu initiieren in Themen, die für Sie spannend sind. Ja, wir können natürlich jede Menge mehr als Solution Manager. Das heißt also, unser SAP Technology Team macht auch viele, viele Dinge im Bereich SAP Basis beziehungsweise HANA.
Security, da gab es ja gestern den Webcast, das ist ein großes Thema. Und natürlich machen wir auch Strategieberatung, also sei es für Technologiethemen oder für den Solution Manager selbst, beziehungsweise auch für alles, was im Thema Hardware-Strategie beziehungsweise Upgrade-Strategie entsprechend anfällt. Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, es gibt noch viele weitere Webcasts. Im Bereich Solution Manager starten wir im Prinzip jetzt jede Woche mit einzelnen Themen. Nächste Woche bin ich nochmal dran mit dem Testmanagement. Das ist ein heimliches Lieblingsthema von mir. Und meine Kollegen starten dann mit Themen wie Prozessdokumentation, Focused Build. Das macht die Aline Danz, die sich hier gerade rechts unten zu Wort gemeldet hat. Und der Michael Markert startet dann nochmal mit dem technischen Monitoring und dem Change Request Management. Das heißt also viele spannende Themen, wo Sie dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können. Und auch für weitere Themen wie zum Beispiel Hardware, Big Data. Es gibt Kollegen, die machen tollere Wortspiele als ich. Und da können Sie natürlich auch gerne sich zuschalten. Ja, bleibt nur noch vielen Dank für Ihre Teilnahme und dass Sie die Mittagspause für den Solution Manager geopfert haben. Vielleicht zum Schluss noch mal ein paar Bilder von fröhlichen Menschen, die gerne zu Ihnen ins Unternehmen kommen und den Solution Manager dann entsprechend vorstellen und bei Ihnen auch gerne die einzelnen Use Cases, die ich heute angerissen habe, aufzeigen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ja, René, vielen Dank für deinen Vortrag. Es war wirklich sehr informativ. Man sieht auch daran, wie spannend das Thema ist, dass wirklich fast alle Teilnehmer bis zum Ende mit dabei waren. Es sind auch noch zwei Fragen aufgetaucht. Die wollte ich noch mal kurz ansprechen. Und zwar die erste Frage ist zum Thema IT-Service-Management. Besteht denn die Möglichkeit, dass das Incident-Management genutzt werden kann und zugleich ein Routing der SAP-Incidents an ein hintergelagertes Ticket stattfindet? Also ein hintergelagertes Ticketsystem. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein super häufiges Szenario, einfach deswegen, weil, ich sag mal, viele Kunden die SAP-Sonderfunktionalitäten, also hier diesen Embedded Support, nutzen möchten, aber natürlich schon ein anderes Ticketsystem im Einsatz haben. Das kann man also machen, dass man sagt, SAP-Anwender können aus SAP heraus einfach Meldungen aufgeben, die landen dann im Solution Manager, werden aber im nächsten Schritt direkt weitergeroutet an ein externes Ticketsystem und dann da bearbeitet. Da gibt es viele Möglichkeiten, also das ist ja ein bisschen Entwicklung vielleicht, das zu machen, aber ich sag mal, da haben wir schon einiges im Umfeld gemacht und da kann man sich definitiv was ausdenken. Mhm. Gut, eine zweite Frage, die noch hier aufgetaucht ist, welche Funktionalitäten sind im Projektmanagement möglich? Ist es sinnvoll, auf Microsoft Project zu verzichten und alles im Solution Manager zu verwalten? Gut, also Tool-Auswahl ist natürlich generell eine Frage. Im Prinzip müsste es natürlich so sein, wenn man jetzt Werkzeuge in Erwägung nimmt, dass man dann im Prinzip schaut, was können die Werkzeuge und welches Werkzeug ist das Beste für meinen Zweck. Bei dem Projektmanagement verweise ich gerne an den Vortrag von der Aileen. Die macht ja nochmal das Thema Prozessdokumentation beziehungsweise Prozessdokumentation und alles, was dazugehört im Detail. Mhm. Und grundsätzlich ist es schon so, dass der Funktionsumfang vergleichbar ist. Und insbesondere natürlich, wenn man jetzt im Solution Manager diese ganzen Integrationsszenarien nutzt. Also zum Beispiel, dass Leute wirklich auf einzelne Tickets ihre Zeiten zurückreporten oder auf einzelne Anforderungen, dann wird natürlich das Projektmanagement im Solution Manager richtig spannend. Aber wie gesagt, ob es jetzt nur für SAP-Projekte ist oder fürs gesamte Projektmanagement, das ist natürlich eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Gut, ja, vielen Dank. Jetzt sind keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Wie gesagt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, uns im Nachgang nochmal zu kontaktieren. Wir werden Ihnen die Unterlagen und auch noch den Link zur Aufzeichnung im Nachgang nochmal schicken. Melden Sie sich gerne auch zu den anderen Webinaren zum Solution Manager an. Und jetzt sind Sie auch wirklich in die Mittagspause entlassen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, wiederhören.